Freunde, heute gibt es sehr freudige News. News, auf die ihr alle wahrscheinlich brennend gewartet habt, so wie ich mir das vorstellen kann. Meine erste Klamottenkollektion steht in den Startlöchern, beziehungsweise kommt heute raus, wenn ihr dieses Video seht, am 30. April, 18 Uhr, auf buygrams.com. Und ich bin nicht nur aufgeregt, sondern auch in sehr, sehr freudiger Erwartung. Nee, also ich bin sehr hyped, ich bin sehr froh. Ich habe auch schon an Freunde, Influencer und so ein Spaß Sachen rausgeschickt und die Rückmeldung war durchweg positiv bisher. Ne? Also toi, 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 hat es den meisten Leuten gefallen. Die Kollektion besteht aus 3 Stücken. Hose, Hemd und Jacke. Die Jacke ist inspiriert von den 60ern, die Hose ist inspiriert von den 70ern und das Hemd von den 80er Jahren. Alles aber mit so einem leichten modernen Twist. Aber erstmal ganz kurz zur Brand selbst. Die Brand heißt Grams. Warum Grams? Solltet ihr es nicht wissen. Ich mache seit über 6 Jahren Content mit und ohne meinen Opa. Dabei ist mein Opa so das Hauptgesicht, der Hauptbestandteil auch des Influencer-Daseins, das ich genießen darf. Wir haben das Ganze aus Spaß angefangen damals. Ein lustiges Hobby war das. Mittlerweile haben wir beim Influencen, aber auch eine Botschaft, die wir den Leuten mit auf den Weg geben wollen. Und zwar geht es darum, mit Generationsbarrieren aufzubrechen, diese im Idealfall auch zu eliminieren, zu zeigen, hey, wenn du alt bist, also auch da eine Auslegungssache, was überhaupt alt ist, aber wenn du alt bist, ist dein Leben nicht automatisch vorbei. Du kannst auch im hohen Alter noch coole Sachen machen, du kannst dich neu erfinden. Dabei wollen wir den jungen Leuten auch ein bisschen die Angst vorm Altwerden nehmen. Ich meine, das Leben sollte man im Idealfall so lange leben und so lange genießen, bis man irgendwann umfällt, dann ist vorbei. Aber bis dahin sollte man machen, was man will. Und deswegen möchten wir mit diesen Generationsstereotypen, Generationsregeln von mir aus auch aufbrechen und sagen, hey, das Alter ist heutzutage einfach nur noch ein Ding auf Papier. Du hast zwar das und das Alter, aber das heißt nicht, dass du das und jenes nicht oder dass du das und jenes machen solltest. Generationsübergreifende Aspekte insgesamt, super geil. So viel dazu, sehr tiefgründig. So tiefgründig wird es mit der Klamotte jetzt aber erstmal nicht. Denn das Label heißt Grams, wie gesagt, es soll sich aber langfristig nicht auf meinen Opa mit seinem Gesicht beziehen, sondern es soll auf dieses generationsübergreifende Thema gehen. Verschiedene Generationen, die gut miteinander auskommen, die Werte, für die wir stehen und die wir den Leuten dann auch vermitteln wollen. Und das wird langfristig das Ziel sein. Deswegen ist die erste Kollektion auch inspiriert von damaligen Styles, diese aber ein bisschen modernisiert und für heutige Verhältnisse gut tragbar gemacht. Ich zeige euch das erste Piece und zwar eine Jacke. Und wie schon angekündigt, ist diese Jacke inspiriert von den 1960er Jahren. Dabei vor allem in der Farbgestaltung ein wunderschönes, saftiges Apfelgrün. Die 60er sehr, sehr farbenfroh und das auch zu Recht. Diese Farbe, vor allem für den Frühling, weil es ist eine Frühlingskollektion, fand ich so unglaublich stark. Die erste Inspiration habe ich bekommen, nachdem ich bei uns im Ort ein altes Auto gesehen habe, in genau dieser Farbe. Und ich fand es so unglaublich sexy. Ich freue mich sehr, dass es jetzt endlich wärmer wird und ich diese Jacke anziehen kann. Ich meine, einfach auf eine schwarze Hose mit einem weißen T-Shirt drunter oder dann auch zur passenden Hose gleich, ne? Aber das Ding ist so ein pervers gutes Statement-Piece und ich freue mich wirklich, die zu tragen und ich freue mich dann auch hoffentlich Leute wie euch, ne, modebewusste Menschen zu sehen, die dann eine solche Jacke tragen. Oder von mir aus auch jemand, bei dem man es nicht erwarten würde. Der Hans-Peter 63 von nebenan, der dann mit dieser Jacke rumlaufen würde, wäre schon auch sehr geil, ne? Und dann in sein Auto aus den 60er, 70ern steigt, das wäre schon cool, oder? Relativ kurz geschnitten, ein bisschen breiter, aber für meine Verhältnisse und für mich einfach der perfekte Schnitt. Taschen sind ein bisschen höher angesetzt, sodass man dann schön breit auch da stehen kann, hat man die Hände in den Taschen. Wir haben überall noch so ein paar Applikationen. Hier diesen Button, den man festmachen kann. Wir haben einen sehr breiten YKK-Zipper, damit es zum einen sehr schmeidig läuft und zum anderen es auch einfach cooler aussieht. Also die Jacke ist aus Baumwolle und wir haben dann einen Fake-Lederbesatz in einem Cremeton oben drüber, der das Ganze so ein bisschen aufbricht und dann auch die Distanz zum Kragen herstellt. Unter dem Kragen ist es auch nochmal grün, also wenn ihr eure Jacke gerne so tragt, ne, also den Kragen, dann ist das alles Ton in Ton und läuft, es läuft. Der Spaß wird 180 Euro kosten, made in Portugal, unter guten Arbeitsbedingungen, gute Materialien, ein sehr kleiner Run, den ich bestellt habe. Also sie ist limitiert, ich weiß nicht, ob es, wenn sie ausverkauft sein sollte, ja, werden wir ja sehen, ob es dann einen Restock geben wird.
Es ist zumindest nicht geplant, aber ich würde es nicht ausschließen wollen. Andererseits kann es auch sein, dass sie dann auf diese kleine Stückzahl am Ende limitiert bleibt. Werden wir sehen. Weiter geht's im nächsten Piece. Bitte verzeiht mir, dass die Hose ein bisschen mitgenommen aussieht, aber ich hatte sie jetzt die letzten Tage, Wochen, eigentlich jeden Tag an. So ein bisschen als Härtetest und zum anderen auch einfach, weil ich mich so unglaublich wohl in dieser Hose fühle. Das ist eine Hose, die von den 70er Jahren inspiriert ist. Eine braune Hose, ein Antikbraun mit leichtem Schlag. Nicht nur super bequem, sondern ich finde, sie sieht auch super sexy aus. Wir haben cremefarbene Kontrastnähte, die einmal durch die Hose laufen. Qualität ist, bin ich wirklich super, super, super zufrieden mit. Passform auch sehr geil, ein bisschen höher geschnitten, aber man kann sie auch hängen lassen. Also entweder ein bisschen höher ziehen, mit Gürtel festschrauben, dann sitzt sie leicht unterm Bauchnabel, oder locker ein bisschen hängen lassen, vielleicht sogar eine Nummer größer nehmen, wenn ihr es mehr baggy wollt. Und dann sieht die auch cool aus, wenn sie ein bisschen hängt. Die Popo-Taschen sind auch ein bisschen an die Jacke angelehnt, so im Western-Style, so als Klapptasche. Ne? Hat mir auch sehr gut gefallen, die Idee, die ich da hatte. Wahnsinn. Und dann haben wir hier oben einmal als Verschluss einen Slider, um es festzumachen. Und dann noch einen Knopf, um das Ganze schön abzusichern. Was mir wichtig war bei der Hose, und zwar einmal hier beim Bund, der ist ein bisschen höher, ein bisschen breiter als vielleicht bei eurer normalen Hose, die ihr sonst habt. Genauso mit den Gürtelschlaufen. Das war, weil ich momentan einen sehr schmalen Gürtel trage. Aber was ich auch sehr geil finde, sind diese richtig fetten Vintage-Western-Belts. Mit einem fetten Buckel vorne. Die sind meistens ein bisschen breiter geschnitten. Die passen da auch noch rein, sodass ihr euch, je nachdem, was für Gürtel ihr gerne mögt, je nachdem, wie ihr euer Outfit aufwerten wollt, besonders machen wollt, könnt ihr das eben mit dieser Hose machen. Und dann obendrauf gibt es noch hier eine kleine Schlaufe. Da kann man Schnürsenkel reinmachen, wenn ihr gerne Schnürsenkel als Gürtel tragt. Ne? Shoutout an meine Skater da draußen. Die kostet 120 Euro. Und dann zu guter Letzt haben wir dieses wunderbare Hemd von der 80er Jahre damals. Geil! Business! Power, Baby! Power! Weißer Kragen, ein White-Collar-Work-Shirt, wenn man so will. Also diese Business-Hemden, die es heute ja auch noch gibt, aber damals, also vielleicht sagt euch der Film Wall Street was, ne, so in diese Richtung angelehnt. Nicht wundern, wenn hier Flecken drauf sind, da habe ich mich gestern beim Vietnamesen ein bisschen vollgesaut. Ich meine, im Prinzip ist es ein relativ standardmäßiges hellblaues Hemd. Hier am Armkaff ist es nochmal mit weiß, ne? Wir haben hier die versteckte Pocket, auch mit weißem Eingang, weißer Kragen, aber die Besonderheit bei diesem Hemd besteht darin, dass es cropped ist. Es ist breit, es ist kurz, jetzt so im Frühling, ihr habt eine Jeans an oder eine kurze Hose von mir aus schon, ihr habt ein T-Shirt an, ein Tanktop, was auch immer, und dann zieht ihr einfach entspannt euer Hemd drüber. Es ist wunderschön cropped, so dass Luft durchgehen kann. Ihr habt einfach dieses Gefühl von Freiheit, wenn ihr das Hemd tragt. Wenn ihr es denn passend mögt, geht mit eurer normalen Größe, wenn ihr es lockerer mögt, wenn ihr es ein bisschen länger, ein bisschen mehr flowy, dann gerne auch eine Nummer höher gehen. Das Hemd kostet 90 Euro. Auch Baumwolle, auch made in Portugal, so wie alles, mit hoher Qualität. Super schönes Hellblau, passend für den Frühling. Und ja, das soll es schon gewesen sein. Wie gesagt, inspiriert von den damaligen Kleidungsstücken so ein bisschen. Mit jeweils auf seine eigene Art und Weise ein moderner Touch. Und ich bin wirklich sehr, sehr froh, wie diese Kollektion geworden ist. Ich freue mich sehr, wenn das Ganze jetzt am Sonntag, also heute, wenn ihr dieses Video seht, um 18 Uhr live geht auf buygrams.com. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Und ansonsten vielen Dank fürs Zusehen. Ich liebe euch. Bis zum nächsten Mal. Mua. Ciao.